33 das Wort der Verkennung. Und es begab sich nach dieser Geschichte, dass seines Herrn Weib ihre Augen auf Josef warf und sprach: Die ganze Welt weiß, was Mutem Enet Potiphas Titelgemahlin gesprochen haben soll, da sie ihre Augen auf Josef, ihres Gatten jungen Hausvorsteher, geworfen. Und wir wollen und dürfen nicht in Abrede stellen, dass sie eines Tages schließlich in äußerster Verwirrung, im höchsten Fieber der Verzweiflung tatsächlich so sprach, ja, dass sie sich wirklich dabei genau der furchtbar geraden und unumwundenen Formel bediente, welche die Überlieferung ihr in den Mund legt, und zwar so unvermittelt, als ob es sich dabei um einen der Frau sehr naheliegenden und sie gar nichts kostenden Antrag von liederlicher Direktheit gehandelt hätte und nicht vielmehr um einen späten Schrei aus letzter Seelen- und Fleischesnot. Offen gestanden erschrecken wir vor der abkürzenden Kargheit einer Berichterstattung, welche der bitteren Minutiosität des Lebens so wenig gerecht wird wie die unserer Unterlage, und haben selten lebhafter das Unrecht empfunden, welches Abstutzung und Lakonismus der Wahrheit zufügen, als an dieser Stelle. Man meine doch nicht, dass wir stumpf seien gegen den schwebenden Tadel, der ausgesprochen oder nicht, nur etwa aus Höflichkeit verschwiegen, sich gegen diesen unseren ganzen Vortrag, unsere Auseinandersetzung mit der Geschichte richtet, dahingehend, in der Bündigkeit, worin sie an ihrem Urorte erscheine, sei sie gar nicht zu übertreffen und unser ganzes nun schon so lang hinlaufendes Unternehmen verlorene Mühe. Seit wann aber, darf man fragen, nimmt ein Kommentar den Wettstreit mit seinem Texte auf, und dann kommt nicht der Erörterung des Wie so viel Lebenswürde und Wichtigkeit zu wie der Überlieferung des Das? Ja, erfüllt sich das Leben nicht recht erst im Wie? Es ist daran zu erinnern, was schon früher gedacht wurde, dass, bevor die Geschichte erstmals erzählt wurde, sie sich selber erzählt hat, und zwar mit einer Genauigkeit, deren allein das Leben Meister ist und die zu erreichen für den Erzähler gar keine Hoffnung und Aussicht besteht. Nur ihr sich anzunähern vermag er, indem er dem Wie des Lebens treulicher dient, als der Lapidargeist es das zu tun sich herbeiließ. Wenn aber je die kommentatorische Treulichkeit sich rechtfertigte, so hier in Sachen von Potiphas Weib und dessen, was sie der Überlieferung nach so geradehin gesagt haben soll. Das Bild, das man sich danach von Josefs Herrin zu machen gezwungen oder doch fast unwiderstehlich versucht ist, und das, so fürchten wir tatsächlich, weite Kreise der Welt sich von ihr machen, ist so irrtümlich, dass man sich, indem man es auf dem Wege der Treulichkeit richtig stellt, ein wahres Verdienst um den Urtext erwirbt. Verstehe man unter diesem nun das erstgeschriebene oder richtiger, das sich selbst erzählende Leben. Dieses Trugbild lüsterner Hemmungslosigkeit und schamentblößten Verführertums stimmt mit dem, was wir, zusammen mit Josef, im Gartengehäuse aus dem Munde der immerhin ehrwürdigen alten Tui über die Söhnin vernommen haben, und worin sich uns schon ein wenig genaueres Leben auftat, jedenfalls schlecht überein. Stolz nannte Petepres Mutter sie, indem sie es für unmöglich erklärte, sie anzufahren mit dem Gänsenamen. Hochmutsvoll nannte sie sie, eine Mondnonne und Aufgesparte, deren Wesen so herb duftet wie das Laub der Myrte. Spricht eine solche, wie die Überlieferung sie sprechen lässt? Dennoch, sie sprach sogar wörtlich und wiederholt so, als ihr Stolz durch die Leidenschaft völlig gebrochen war. Wir bestätigten es schon. Aber die Überlieferung versäumt hinzuzufügen, wie viel Zeit verging, während der sie sich eher die Zunge abgebissen hätte, denn dass sie so gesprochen hätte. Sie versäumt zu sagen, dass sie sich in der Einsamkeit tatsächlich, wörtlich und körperlich, in die Zunge biss, ehe sie zum ersten Mal, vor Schmerzen lispelnd, das Wort über die Lippen brachte, das sie auf immer zu einer Verführerin stempelt. Zur Verführerin? Eine Frau, über die es kommt, wie über sie, wird selbstverständlich zur Verführerin. Das Verführerische ist die Außenseite und physiognomische Erscheinung ihrer Heimsuchung. Die Natur ist es, die ihre Augen schimmern lässt, süßer als die künstlichen Eintröpfelungen,
die die Kunst der Toilette sie lehrte, es bewirken mögen, die das Rot ihrer Lippen lockender erhöht als Rötelschminke und die dieselben zum seelenvoll vieldeutigen Lächeln schwellt, die sie anhält, sich mit unschuldig ausgepichter Berechnung zu kleiden und zu schmücken, ihre Bewegungen zweckhaft verholt seligt, ihrem ganzen Körper, soweit seine gegebene Beschaffenheit es nur irgend zulässt, und wirklich zuweilen ein Stück darüber hinaus, das Gepräge der Wonneverheißung aufdrückt. Dies alles will von vornherein und im Grunde gar nichts anders bedeuten und besagen, als was Josephs Herrin schließlich zu ihm sagte. Aber ist die, der es von innen her geschieht, dafür verantwortlich zu machen? Veranstaltet sie es wohl aus Teufelei? Weiß sie auch nur davon, nämlich anders als durch ihr folterndes Leiden, das sich darin reizend nach außen schlägt, kurzum, wenn sie verführerisch gemacht wird, ist sie darum eine Verführerin. Vor allem werden Art und Form der Verführung durch die Geburt und Erziehung der Berührten manche Abwandlung erfahren. Gegen die Annahme, dass Mutem Enet, familiär Eni oder auch Enti geheißen, sich im Stande der Berührtheit wie eine Metze benommen hätte, spricht schon ihre Kinderstube, die nicht adelig genug zu denken ist. Was dem redlichen Montcalf recht war, muss der Frau, die auf Josephs Schicksal denn doch noch einen ganz anderen Einfluss übte als jener, billig sein, nämlich, dass man von ihrer Herkunft das Nötigste mitteilt. Es wird niemanden überraschen zu hören, dass die Gemahlin Pittepriest des Wedelträgers keines Bierwirts oder Steineschleppers Tochter war. Sie stammte aus nicht mehr und nicht weniger als altem gaufürstlichem Geblüt, wenn es auch schon lange her war, dass ihre Vorfahren als patriarchalische Kleinkönige und Besitzer ausgebreiteten Grundes in einem Gau Mittelägyptens gesessen hatten. Damals hatten fremde Herrscher, von asiatischem Hirten geblüht, im Norden des Landes wohnend, Rehs Doppelkrone getragen, und Weses Fürsten im Süden waren durch Jahrhunderte den Eindringlingen untertan gewesen. Aber gewaltige waren ihnen erstanden Seken Yenre und sein Sohn Kemose, die sich gegen die Hirtenkönige erhoben und sie zäh bestritten hatten, wobei deren fremdes Geblüt ihrem eigenen Ehrgeiz ein wirksam aufrufendes Kriegsmittel gewesen war. Ja, Kemoses kühner Bruder Achmose hatte den festen Königssitz der Ausländer Auaris berannt und erobert und sie vollends aus dem Lande verjagt, dieses insofern befreiend, als er es für sich selbst und sein Haus zu eigen nahm und an die Stelle fremder Herrschaft die eigene setzte. Nicht alle Gauherren des Landes hatten im Helden Achmose sogleich den Befreier erkennen und seine Herrschaft mit Freiheit gleichsetzen wollen, wie es seine Gewohnheit war. Manche von ihnen hatten es, sie mussten wohl wissen warum, eher mit den Fremdlingen in Auaris gehalten, indem sie es vorgezogen haben würden, ihre Vasallen zu bleiben, statt von einem der ihren befreit zu werden. Ja, noch nach der völligen Vertreibung ihrer langjährigen Oberherren hatten einzelne dieser zur Freiheit nicht willigen Gaukönige gegen den Befreier gemeutert und, wie es in den Urkunden hieß, die Rebellen gegen ihn gesammelt, so dass er sie erst noch in offener Feldschlacht hatte besiegen müssen, ehe die Freiheit hergestellt war. Dass diese Aufsässigen ihres Grundbesitzes verlustig gegangen waren, verstand sich von selbst. Aber auch sonst war es die Art der thebanischen Landesbefreier, das, was sie den Fremden genommen, für sich zu behalten, also dass damals ein Prozess sich einleitete, der zur Zeit unserer Geschichte zwar weit vorgeschritten, aber noch nicht abgeschlossen war, sondern sich in ihrem Verlaufe erst vollenden sollte, nämlich die Enteignung des alteingesessenen Gauadels von seinem Grundbesitz und die Einziehung der Güter zugunsten der thebanischen Krone, welche immer mehr zur Alleinbesitzerin alles Landes wurde und es gegen Zins verpachtete oder an Tempel und Günstlinge verschenkte, wie Pharao dem Petepre jene Fruchtinsel im Strom zum Geschenk gemacht hatte. Aber die alten Gaufürstengeschlechter wandelten sich in einen Beamten- und Schwertadel, der Pharao Gefolgschaft leistete und Vorsteherposten in seinem Heere oder seiner Verwaltung bekleidete.
so auch Mut, Sippe und adliges Geschlecht. Die Herrin Josephs stammte in gerader Linie von jenem Gaufürsten namens Titian ab, der seinerzeit die Rebellen gesammelt und in der Schlacht hatte besiegt werden müssen, ehe er sich als befreit bekannte. Aber Pharao trug das Titians Enkeln und Urenkel nicht nach. Das Geschlecht war groß und vornehm geblieben, es stellte dem Staate Truppenbefehlshaber, Kabinettsvorsteher und Schatzhaushüter, dem Hofe Truchsesse, erste Wagenlenker und Vorsteher des königlichen Badezimmers, ja einigen aus seinem Schoße blieb sogar der alte gaufürstliche Name erhalten, wenn sie nämlich Verwaltungshäupter großer Städte waren, wie Menfe oder Tine. So bekleidete Enis Vater, Mai Sachme, das hohe Amt eines Stadtfürsten von Wese, eines von Zweien, denn es gab einen für die Stadt der Lebenden und einen für die Totenstadt im Westen, und Mai Sachme war Fürst der Weststadt. Als solcher lebte er, mit Josef zu reden, in schönem Range und konnte sich unbedingt mit Freudenöl salben. Er und die Seinen konnten das, auch Enti, sein schöngliedriges Kind, wenn sie auch keine grundbesitzende Gauprinzessin mehr, sondern eines neuzeitlichen angestellten Tochter war. Recht wohl kann man aus dem, was ihre stadtfürstlichen Eltern über sie beschlossen, die Veränderungen ablesen, die sich seit den Tagen der Väter in der Denkungsart des Geschlechtes vollzogen hatten. Denn indem sie, um freilich großer höfischer Vorteile willen, ihr geliebtes Kind schon in zartem Alter Petepré, den zum Titelämtling zubereiteten Sohne Huis und Tuis, zum Weibe gaben, bewiesen sie klärlich, dass in ihnen der Fruchtbarkeitssinn ihrer bodensässig erdverbundenen Vorfahren schon viel neuzeitliche Abschwächung erfahren hatte. Mut war ein Kind zu der Zeit, da man auf ähnliche Art über sie verfügte, wie Potiphars spekulierende Erzeuger über das zappelnde Söhnchen verfügt hatten, indem sie es zum Höfling des Lichtes weihten. Die Ansprüche ihres Geschlechtes, über die man dabei hinwegging, diese Ansprüche, deren Bilder die wassergeschwärzte Erde und das Mondei der Ursprung alles stofflichen Lebens sind, schlummerten stumm und keimhaft in ihr, unbewusst ihrer selbst und ohne gegen die liebevoll lebenswidrige Verfügung den leisesten Widerspruch zu erheben. Sie war leicht, lustig, ungetrübt, frei. Sie war wie eine Wasserblüte, die auf dem Spiegel schwimmend unter den Küssen der Sonne lächelt, unberührt von dem Wissen, dass ihr langer Stängel im dunklen Schlamme der Tiefe wurzelt. Der Widerstreit zwischen ihren Augen und ihrem Munde hatte damals noch keineswegs bestanden. Kindlich nichtssagende Harmonie vielmehr hatte zwischen beiden geherrscht, da ihr kecker Kleinmädchenblick von verdunkelnder Strenge noch nichts gekannt hatte, die besondere Schlängelbildung des Mundes aber mit den vertieften Winkeln viel weniger ausgeprägt gewesen war. Die Veruneinigung beider hatte sich erst im Lauf ihrer Lebensjahre als Mondnonne und Ehrengemahlin des Sonnenkämmerers allmählich hergestellt, zum Zeichen offenbar, dass der Mund ein den unteren Mächten verbundeneres und verwandteres Gebilde und Werkzeug ist als das Auge. Was ihren Körper betraf, so kannte ihn jedermann nach seinem Wuchs und allen seinen Schönheiten, da die gewebte Luft, die hauchzartseidigen Luxusgespinste, die sie trug, ihn nach Landessitte in jeder Linie zum allgemeinen Besten gaben. Man darf sagen, dass er nach seinem Wesensausdruck mit dem Munde mehr übereinstimmte als mit dem Auge. Sein Ehrenstand hatte nicht seine Blüte gehemmt und nicht sein Schwellen gefesselt. Es war mit seinen kleinen und festen Brüsten, dem feinen Nacken und Rücken, den zärtlichen Schultern und vollendeten Bildwerkarmen, den edel hochstämmigen Beinen, deren obere Linien in der prangenden Hüft- und Gesäßpartie weiblichst ausschwangen, der anerkannt trefflichste Frauenleib weit und breit. Wese kannte keinen lobenswerteren, und wie die Menschen waren, es stiegen ihnen bei seinem Anblick uralt liebliche Traumbilder auf, Bilder des Anfangs und Voranfangs, Bilder, die mit dem Mondei des Ursprungs zu tun hatten, das Bild einer herrlichen Jungfrau, welche im Grunde
so recht im feuchten Grunde, die Liebesgans selber war in Jungfrauengestalt und in deren Schoß mit schlagend gespreizten Schwingen ein Prachtexemplar von Schwan sich schmiegte, ein zärtlich gewaltiger, schneeig gefiederter Gott, flatternd verliebtes Werk an der ehrenvoll Überraschten verrichtend, dass sie das Ei gebäre. Wahrhaftig, solche Frühbilder beleuchteten sich im Inneren von Weses Leuten, wo sie im Dunkel gelegen hatten, beim Anblick von Mutemennets durchscheinender Gestalt, obgleich sie den mondkeuschen Ehrenstand kannten, in dem die Frau lebte und der ihr an den streng blickenden Augen abzulesen war. Sie wussten, dass diese Augen maßgeblicher Zeugnis ablegten von ihrem Wesen und Wandel als der allenfalls anderes besagende Mund, der wohl gewährend hätte hinablächeln können auf des Schwanes königliche Geschäftigkeit. Es war ihnen bekannt, dass dieser Leib seine höchsten Augenblicke, Genugtuung und Erfüllungen keineswegs im Empfang solcher Besuche, sondern einzig nur dann erlebte, wenn er an hohen Tagen, die Klapper schüttelnd, im Kulttanze sich aufreckte vor Amun-Re. Kurzum, sie sagten ihr nichts nach. Es war unter ihnen kein boshaft Gerücht und Geblinzel, dass diese Frau betroffen und nach ihrem Munde gelautet, ihre Augen aber der Lüge geziehen hätte. Sie hechelten scharfmäulig andere durch, die eigentlicher vermählt waren als Tetians Enkelin und es dennoch kunterbunt treiben sollten im Sittenpunkt, auch Ordensdamen, auch Haremsfrauen des Gottes, auch Renenute zum Beispiel, des Rindervorstehers Gemahlin. Man wusste was über sie, was Amuns Rindervorsteher nicht wusste oder nicht wissen wollte. Man wusste mehreres und witzelte genussreich hinter ihrer Sänfte und ihrem Wagen her, wie auch hinter anderen. Von Petipris Erster und sozusagen Rechter aber wusste man nichts in Theben und war auch überzeugt, dass es nichts zu wissen gab. Man achtete sie für eine Heilige, für eine vorbehaltene und aufgesparte, in Petipris Haus und Hofe wie außerhalb, und das wollte etwas heißen bei so viel eingefleischter Lust und Liebe zum Witzeln. Wie immer der Hörerkreis darüber denken möge, wir erachten es nicht für unsere Aufgabe, den Lebensgewohnheiten von Misraims und insbesondere von Noamuns Frauen- und Damenwelt nachzuspüren. Gewohnheiten, über die wir vor längerem den alten Jakob feierlich Krasses haben aussagen hören. Seine Weltkundigkeit entbehrte nicht eines pathetisch mythisierenden Einschlages, den man gut tut, in Abzug zu bringen, um nicht zu Übertreibungen zu gelangen. Aber ganz ohne Beziehung zur Wirklichkeit waren seine hohen Worte natürlich nicht. Unter Leuten, die für die Sünde weder Wort noch Verstand haben und die in Kleidern umhergehen aus gewebter Luft, Leuten, deren Tier- und Todesandacht überdies eine gewisse Fleischlichkeit der Gesinnung bedingt und befördert, ist von vornherein noch vor aller Erfahrung und Nachweislichkeit jene Unbedenklichkeit der Sitten wahrscheinlich, die Jakob in dichterisch auftragenden Worten gemalt hatte. Die Erfahrung entsprach denn auch der Wahrscheinlichkeit. Mit mehr logischer Befriedigung als Bosheit stellen wir es fest. Es hieße Schnüffelei treiben, den Frauen Weses diese Stimmigkeit im Einzelnen nachzurechnen. Hier ist nicht viel abzustreiten und viel zu verzeihen. Wir brauchten nur den Blick zwischen Renenutet, der Rindervorsteherin, und einem bestimmten recht schmucken Unterbefehlshaber der königlichen Leibwache, ja außerdem noch zwischen derselben hochgestellten Dame und einem jungen blankköpfigen Hausbetreter vom Khonsu-Tempel hin und her gehen zu lassen, um auf Verhältnisse hinzudeuten, die Jakobs bildliche Kennzeichnungen weitgehend rechtfertigten. Es ist nicht unsere Sache, sittenrichterlich den Stab zu brechen über Wesee, solche große Stadt, darinnen mehr als 100.000 Menschen. Was nicht zu halten und zu retten ist, geben wir preis. Für eine aber legen wir die Hand ins Feuer und sind bereit, für die Untadeligkeit ihres Wandels bis zu einem gewissen Zeitpunkt, wo dieser Wandel allerdings durch Göttergewalt in ein menadenhaftes Straucheln geriet, unser ganzes Erzähleransehen aufs Spiel zu setzen. Das ist die Tochter Mai Sachmes, des Gaufürsten Mutemennet, das Weib Potiphars. Dass sie eine Metzennatur gewesen sein sollte,
der das ihr zugeschriebene Antragswort sozusagen immer auf den Lippen geschwebt und sich leicht und frech davon gelöst hätte, ist eine so verfälschende Vorstellung, dass uns an ihrer Zerstörung um der Wahrheit willen alles gelegen sein muss. Als sie das Wort schließlich mit zerbissener Zunge flüsterte, kannte sie sich selbst nicht mehr. Sie war weit außer sich, aufgelöst von Leiden, ein Opfer der geißelschwingenden Rachlust unterer Mächte, denen sie durch ihren Mund verschuldet war, während ihre Augen ihnen kühle Geringschätzung bieten zu dürfen geglaubt hatte.